Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Die letzte Folge, Sekiro, hat etwas abrupt geendet mit einem kleinen Rage Quit. Ich habe nicht rumgebrüllt, aber ich war schon ziemlich erregt. Klingt im ersten Moment ein bisschen falsch jetzt, aber es hat mich aufgeregt und danach habe ich mich noch ein bisschen mit dem Chat unterhalten. Da kam zum Beispiel ein Hinweis über diese Axt, die ich gefunden hatte, dass die ja dazu da ist. Was hat zum Ragequit geführt? Genau, können wir ganz kurz klären. Zwei Schildboys bei einem Zwischenboss. Der Zwischenboss hat viele Ads und ich wollte erst die Ads killen und die zwei Schildboys, die kann man kaum besiegen. So, wenn man einfach von vorne angreift. Die müssen an einem vorbeichargen und dann kann man sie von hinten angreifen. Oder, und das war mir in dem Moment nicht klar und das ist mir im Nachhinein klar geworden mit dem Chat, weil die gesagt haben, hey, du hast doch da so eine Axt gekriegt. Dann dachte ich, okay, warte mal, die muss ich ja einbauen. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich hier kein Dark Souls mit Schleichen und Parieren spiele, sondern dass das hier ein schweres Assassin's Creed ist. Das hat nichts mit Dark Souls zu tun. Das ist viel näher an Assassin's Creed als an Dark Souls. Und das ist mir jetzt klar. Ich gehe jetzt ganz anders an die Nummer ran, hoffe ich. Ich werde es wahrscheinlich nicht instant ablegen können, dieses an den Gegnern vorbeirennen und schnell Gegner killen und dann weiterlaufen, sondern man muss da ein bisschen langsamer vorgehen und so. So wie bei Assassin's Creed eben. Sich anschleichen und ein bisschen getarnt durch die Gegend laufen. Und das versuche ich jetzt umzusetzen. Diese Erkenntnis. Mal schauen, wie es läuft. Ja, den Controller sollte man natürlich einschalten. Hallo? Jetzt hat. Ja, genau, hier stehen wir. Alles klar. Und ich muss jetzt Assassin's Creed-mäßig erstmal leveln. Meine gefundenen Gegenstände einbauen. Wie viele Leute das wohl triggern wird, dass ich Sekiro ein schweres Assassin's Creed nenne. Hey, was macht ihr beide hier? Hustet Blut. Okay. の色がわずかによどんでいるような。しかし、これだけでは定かにはできることはあるか。竜害にかかったものが入った血の塊。それがもっとあれば、より詳しい調べをできます。竜害にかかったものがいれば当たってみよう。お願いします。 Boah. Habe ich jetzt schon jemanden getroffen? Habe ich noch einen Kürbissamen? Nee. Habe ich jetzt schon jemanden getroffen, der Blut gehustet hat und an der Fäulnis, Fäulne, Fäul, Fäul, Drachenfäule erkrankt ist? Weiß ich nicht. Vergessen. Flammenrohr, stimmt, das habe ich ja auch gefunden. So. Jetzt ist die Frage. Ah.
Prothesenkampfkünste niemals wieder gebraucht wurden, aber es scheint, dass ich mich geirrt habe. Okay. Jetzt habe ich auch ein Skilltree für die Prothese. Hallo? Ach so, die muss ich ausrüsten. Ah, schau mal an. Oh, okay, verstehe. Ja, das ist, also es ist sowas von... Oh mein Gott! Und wie benutze ich das nochmal? So. Und da werden jedes Mal diese Dinger verbraucht. Ich denke, ich werde hauptsächlich die Axt brauchen. Und da wird auch jedes Mal so ein Ding verbraucht. Okay, wow. So, Skilltree für die Axt mal kurz angucken. Was geht hier denn so? Treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorn mit einem Schwertschnitt. Geladener Wurfstern. Okay. Gewährt dem Schwung Greifhakenangriff. Schleudere dich mit dem Greifhaken auf den Feind und nutze den Schwung für einen rollenden. Geil. Will ich das haben? Was ist das hier? Übersprung. Hinter einen Feind mit durchbrechender Haltung gelangt. Oh, das wäre auch gut gegen die Schildboys gewesen, ne? Ich glaube, ich will erst das. Shinobi-Blick. Die den Schaden für die Haltung nach dem Erfolgen Mikri konnte erhöht. Die Augen eines Shinobi ahnen immer die Bewegung einer Klinge voraus. Auch dann gefasst zu sein, wenn man Angst vor einer scharfen Klinge hat, ist der Schlüssel zum Sieg. Okay, also ich werde jetzt hier noch ein bisschen mich einspielen müssen. Aber was gibt es Besseres als einen gigantischen Fettsack, der Gift spuckt, um sich in so einem Spiel einzuspielen, oder? Okay. So Jungs, kommt mal her, ihr seid meine Testobjekte. Gut. Zwei Dumme und so, ne? Ach, ihr dämlichen Bogenboys. Alter. Also wenn da Bogen... Zwei Genies. Entschuldigung. Ja, natürlich. Zwei Genies. Absolut. Warum ist das Spiel so laut gerade bei mir? Habe ich irgendwas verändert? Weiß ich nicht. War hier hinten eigentlich irgendwas? Nee. Hilf mal kurz mit, Kumpel. Let's go. Wo sind die Bogenboys? Bist du ein Bogenboy? Alter, wie viel Schaden der macht, ne?
Saufen ist hier. Ach, so wichtig. So wichtig einfach. So. Scheiße. Nope. Aber wir sind beide draufgegangen. Okay. Ist das Spiel eigentlich für euch zu laut? Nee, ne? Weil ich hab echt eine gute Lautstärke auf den Ohren. Diese göttliche Hilfe, die ist das auch so unnötig. Sound passt, dankeschön. Für den kurzen Hinweis. Wieso kann ich hier auf den... Was geht jetzt ab? An anonymous Gifter. The fuck? Irgendwann kommt der Moment, wenn du dich über göttliche Hilfe freuen wirst. Okay. Wer auch... Anonymer Schenk... What the fuck? Dankeschön. Aber die Alertbox funktioniert nicht richtig, oder? Müsste jetzt nicht... x-mal dieses... Ja, keine Ahnung. Danke, wer auch immer. Vielen Dank. Ach ja, klar. Natürlich. So, jetzt noch mal zum Fettsack. Okay. Alter, ich benutze auch viel zu selten meinen Heiltrank in diesem Spiel, weil ich habe noch nicht im Blick, wann ich wenig Leben habe. Das kriege ich irgendwie nicht so richtig mit in dem Spiel. Keine Ahnung. Ich verliere kein Leben, wenn ich nicht im perfekten Block getroffen werde, ne? Und ich kann sogar Pfeile abwehren.
Das war mir noch gar nicht klar, dass ich ja auch Pfeile abwehren kann und alles. Also das ist einfach dieses... Ja, das ist jetzt wirklich... Ich bin hier jetzt gerade hart am Reinkommen. Also... Oh Mann, das ist auch schon wieder so ein falscher Satz, ne? Oh. Oh. Ja, komm, mit dir muss ich gar nicht probieren. Was ist... Hallo? Na, Sepp, hi, grüß dich. Nee, eine halbe Stunde bin ich noch nicht dran. Immer noch nicht auf dem Schirm, wann ich trinken muss. 16 Minuten. 16 Minuten, 22 Sekunden läuft die Aufnahme und ich habe auch erstmal ein Weilchen gelabert am Anfang. Ich vergesse immer zu saufen. Warum vergesse ich in diesem Spiel zu saufen? Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, das Saufen in diesem Spiel. Eigentlich brauche ich hier nicht aufs Dach. Die sehen mich sowieso und kommen mir sowieso hinterher. Kann ich auch hier durchlaufen. Oder auch nicht. Vielleicht treffen mich dann Bogenschützen. So, welcher jetzt? Der da. Nee. Das ist so arschig mit mehreren Gegnern. Ja, ach, ihr seid doch... Ich bleib ruhig, alles gut, ganz normal, ins Feuer springen und Leben verlieren, perfekt. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, wenn ich hier geduckt entlang laufe, dann werde ich gar nicht gesehen, ne?
Ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen langsamer hier. Eigentlich muss ich schauen, dass ich langsamer hier durch dieses Spiel gehe. Aber gut, bei denen war es eigentlich egal. Wenn ich hier rumlaufe, sind die mir hier hinterhergekommen, haben mich aus den Augen verloren und sind dann nicht mehr hierher gekommen. Was ist das? Kann ich das abwehren? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte meinen Finger weg von der linken, vom linken, Stick nehmen. Den Daumen weg vom linken Stick, wenn ich am Kämpfen bin, ist, glaube ich, viel besser. Dürfte viel besser funktionieren. Einfach nicht mehr rennen. Denke ich. Mal gucken. Kann ich das abwehren? Hallo? Hallo? Ey, ich... Nein, B, B drücken. Verdammt. Steh auf. Warum? Was zum... Hallo? Steh doch auf. Ich... Oh, okay. Der dämliche Tritt. Ich kann... Muss ich da A drücken? Irgendwann hat er mal gesagt, ich muss bei irgendwas A drücken, also springen drücken. Wenn ich außerhalb, wenn ich aus dem Ding raus bin, aus dem Gleichgewicht oder so. Stopp.
Wieso hast du dein Schild noch? Nee, B, B. Verdammt, falsche Taste. Daumen weg vom linken Stick. Scheiße. Ich habe B gedrückt, aber das wollte er nicht tun. Ey, ich darf nicht zweimal aufstehen. Ich habe ihm doch ein so ein Ding abgezogen. Ich hatte doch zwei Ladungen voll. Warum durfte ich jetzt? War ich vorher schon mal gestorben? Nee. Oder doch? Bin ich zweimal aufgestanden? Habe ich es nicht mitgekriegt? Kann sein. Das ist jetzt ganz, ganz hartes Einspielen. Ganz, ganz hartes Einspielen. Das war das zweite Mal. Ah, Miku, danke für den Hinweis. Das habe ich dann in dem Fall im Eifer des Gefechts nicht ganz mitbekommen. Alter. Was ist denn... Das ist es... Warum müssen sie einem da sowas hinstellen mit so Ads? Das ist... ein bisschen scheiße. Nicht gesoffen. Ich habe schon wieder nicht getrunken. Ich hätte schon wieder trinken können. Ich muss nach jedem Treffer, kann man eigentlich davon ausgehen, von einem Boss. Bei jedem Treffer von einem Boss muss man sich einmal geheilt haben. Weil der zweite Treffer killt einen. Aber es wird besser und besser. Apropos hydriert bleiben. Ich hätte mir hier eigentlich ein Wasser herstellen sollen. Jetzt, wo du es schreibst, habe ich Durst. Jetzt könnte ich was trinken. So ein Schlückchen wäre eigentlich nicht schlecht.
Nee, ich wollte ausweichen, weil ich kein Leben mehr hatte. Ich wollte saufen. Mist. Schon wieder ein paar falsche Tastendrücke gehabt. Schon wieder ein paar falsche Tasten gedrückt ein paar Mal. Und dann wollte ich weg von ihm, um da einmal die Schildboys zu killen. Das war aber in dem Moment, glaube ich, die falsche Entscheidung, weil er mich dann getroffen hat. Und das war viel Schaden, den ich da kassiert habe. Dafür, dass ich Gegner killen wollte, die noch nicht mal in meiner Nähe waren. Aber ich habe hier noch nicht so ganz... Mir fehlt noch eine Sache, die ich noch nicht... Womit ich noch nicht ganz klarkomme. Also einmal drücke ich oftmals zu spät den Mikiri-Konter. Den drücke ich oft zu spät. Nicht giften. Hör mal auf mit dem Giftscheiß. Hey, wo kommt er denn her? Ey, nee, komm! Hör doch auf jetzt! Wo kommt auf einmal der Boy her? Da hinten irgendwo sind noch zwei. Wo kommt ihr her? Wo kamen die beiden her? Ach. Gestorben, weil NPC. Da gibt's random mal zwischendurch, stehen da irgendwo abseits noch welche. Denke ich. Ey, Aldo, anvisieren. Oh mein Gott, ja natürlich will ich den dritten Gegner von links anvisieren, wenn vor mir einer steht. Meine Fresse. Ja, und jetzt vergiftet. Natürlich. Ich sterbe jetzt am Gift.
Oder durch seinen Tritt. Wieso ist er jetzt tot? Ah, er ist auch am Gift gestorben wahrscheinlich. Sind hier Kügelchen dabei? Nee, keine Kügelchen. Gut, wenn ich natürlich B drücke und der Mikiri kontert, der währenddessen... Naja. Ich habe heute übrigens erfahren, dass das Rani-Ende gar nicht so böse gemeint ist, wie es in der englischen und deutschen Übersetzung rüberkommt. Das ist ein Übersetzungsfehler, der da wohl passiert ist oder passiert sein könnte. Wenn man es anders übersetzt, man kann das wohl anders übersetzen aus dem Japanischen, dann sagt Rani nämlich was anderes. Minimal anders, aber was anderes. Natürlich, Alter, also, ja, komm, ey, ganz ehrlich. Klar will ich den Typen anvisieren, der hinter dem steht, auf den ich zurenne. Das ist, also, ach, wunderbar. Du mit deiner Scheißfackel. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo da hinten? Der Typ. Wieso kommt der? Kommt der von hier? Diese Boys, die zwei. Die mischen sich da mal random ein. Hallo? Ey, man drückt auf Verteidigen und es passiert einfach nichts. Fuck off, ey. Rani Ende ist das beste Ende sogar. Ja, also aus der japanischen Übersetzung, wenn man es da irgendwie anders übersetzt, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig passt, habe ich auch nur halt irgendwo jetzt in einem Video mir kurz angeguckt, ist es wohl so, dass die gar nicht sagt, dass die ganze Welt in Dunkelheit und Verderbnis und keine Ahnung was untergehen soll, sondern dass das quasi nur Rani und ihr Fürst tun, damit die Welt im eigenen sich entwickeln kann.
Muss ich da jetzt... Ich habe Mikiri-Konter gemacht an der Stelle. Und er hat mich trotzdem getroffen. Geil. Weil der Mikiri-Konter zu Ende war, also der Ausweich-Move unter seinem linken Arm durch, als er den Schlag angefangen hat. Dadurch waren die Iframes, die ich durch den Mikiri-Konter hatte, ich glaube, das Ding gibt einem Iframes, dadurch hat er mich beim Schwung, beim Ausholschwung mit der Klinge getroffen. Was soll die Scheiße? Vorgenommen, hart zu bleiben, heute nicht ein Tipp. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr mir irgendwelche Tipps gegeben habt. Das waren ja nur Spielmechaniken bisher. Also, Skilltree benutzen, weil ich das nicht gecheckt habe. Und Gegenstände einbauen lassen, weil ich es nicht gecheckt habe, weil ich zu dumm war, das zu erkennen, dass es halt ein Assassin's Creed ist und kein Dark Souls. Ist das eine indirekte Aufforderung, dass wir helfen sollten? Nein. Hey, es ist halt ein Treffer, ne? Oh, ich habe über die Hälfte vom Leben, ey. Und er zieht einen Zack, zockt mir ein ganz... Also, das...
Und warum durfte ich... Hä? Ich check's nicht. Eigentlich hätte ich doch jetzt zweimal aufstehen dürfen. Ich werde gleich nochmal leveln gehen, aber 3 Punkte sind schon was. Da lässt sich bestimmt was machen. Was machen die Sterne mit ihm? Nix. Ein Schnitt. Ich gehe mal gucken, was ich noch leveln kann. Also das kann ich ja direkt hier machen. Stimmt. Was ist das? Geräuschunterdrückung? Nee. Rutschen, Slide brauche ich auch nicht. Wirbelwindhieb. Der mehrere Feinde auf einmal treffen kann. Der scharfe Schnitt kann ihnen mit der Kraft des Wirbels Schaden zufügen, auch wenn sie abwehren. Durch viele Feinde. Das klingt auch spannend. Nee, brauche ich nicht. Gibt es hier noch irgendwas Spannendes dann? Informationen gesperrt. Ach so, das weiß ich gar nicht, was das macht. Okay. Das heißt, ich... muss es lernen, damit ich rausfinde, was das tut. Das ist ja auch eine miese Nummer, ey. Ja, in dem Fall das hier. Shinobi Karma Körper erhöht die maximale Anzahl an Geistemblemen, die du besitzen kannst. Geistemblemen, ah. Ja, genau das habe ich mir gerade gedacht. Wäre cool, wenn ich da ein paar mehr hätte. Spezialangriffe, die du auf den Stärken des Kampfstils beruhen und... Wait, what? Was? Kostet mich aber keinen... Okay. Okay. Alles klar. Man kriegt einen Angriff für mehrere Gegner, aber was tut er? Der Gegner killt einen durch den Angriff. Währenddem man in diesem Angriff drin ist, wird man getötet. Nice. Nice. Ach, wunderbar. Geil.
Okay. Weiß ich das auch? Der Angriff ist Mist. Lieber Gegner einzeln angreifen. Ja, voll, das ist wirklich Scam. Diese Taste. Die Tasten machen mich auch ein bisschen wahnsinnig, weil ich das durcheinander bringe. Ja, den Skillpunkt hätte ich wirklich gerne zurück, weil die Waffe, das werde ich nicht benutzen. Das werde ich nicht benutzen. Sehr selten mal vielleicht. Weiter links sind Gegner. Spiel, weiter links sind Gegner. Danke. Hinter mir ist ein Gegner. Spiel, danke. Wie oft ich nach hinten links drücken muss, bis er den anvisiert, ey. Moment. Das hier. Okay, okay, okay. Ganz schön mistige. Oh, den kriege ich nicht mehr zurück, ne? Irgendwie. Das kann ich nicht wieder uns anwegskillen. Dass ich sage, hey, das will ich nicht. Was gibt's denn hier noch? Flug parieren. Abwehren oder parieren feindliche Angriffe in der Luft. Kanonen und andere Projektilwaffen fügen Zielen in der Luft zusätzlichen Schaden zu. Diese Technik kann diesen Schaden verhindern. Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen. Okay. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder her. Das will ich haben! Schattensturm. Kriege ich nicht mehr zurück, ne? Kann ich nicht mehr anskillen, ne. Flug parieren, ja, könnte irgendwann nützlich werden. Dann hätte ich sowieso lernen müssen. So. Geisterperlen habe ich 2 von 4. Und Geisteremblem, das sind die Dinger. Anzahl im Besitz 16 von 16, im Lager 66. Ja, brauche ich nicht. Körpermerkmale. Sonst kann ich. Ich habe aktuell nichts, was ich noch skillen könnte, ne? Ich bin jetzt ausgerüstet. Man kann nicht farmen und hochleveln? Klar kann ich farmen und hochleveln. Ich kann doch jetzt die Gegner hier hinten killen, die 5, die da stehen, zurück zum Feuerchen gehen, dann sind die 5 wieder da, dann gehe ich wieder zurück und jedes Mal kriege ich Erfahrungspunkte. Onushi, kono kitaro wa tomu ni maire! Uah!
Klasse. Klasse. Super. Ach. Kein Damage-Widerstand. Okay. Ja, gut, aber die Skills kann ich farmen, ja. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Weil es hier doch... Da stehen doch zwei Jungs drin. Ah ja, guck mal hier. Genau, dann sind die schon mal kein Problem mehr. Leichter Geldbeutel. Ah, das ist... Okay, verstehe. Das sind die Soldatenseelen, theoretisch. Auch wenn das hier eher Assassin's Creed ist als Dark Souls. So, du. Jetzt kannst du mal mithelfen. Hinten links, danke. Ich drück halt, ne? Aber ich habe auch B diesmal gedrückt. Ihr habt gesehen, er hat angefangen mit dem Ausweich-Move. Ich wurde trotzdem getroffen. Ey, ich will dir das an den Kopf werfen. Ich habe Ausweichen gedrückt. Ich wurde vollständig getroffen von seinem Treffer. Nicht Ausweichen, parieren. Weiß nicht, was jetzt hier wieder los war. Aber das Spiel ist echt gut. Funktioniert alles so, wie man sich's wünscht. Und wie es sein soll. Ich hatte sogar wesentlich vorher gedrückt gehalten. Ich weiß nicht, ob ich die Ausdauer unten war. Eigentlich, normalerweise reagiert er ja, wenn die Ausdauer unten voll wird bei einem Schlag des Gegners. Also diese, nicht Ausdauer. Normalerweise ist es so, dass ich ja dann so ins Straucheln gerate. Ey, Harry! Entschuldigung. Xari, grüß dich! Hilf mal mit. Gefeiert? Was sollten wir feiern? Ach so, jetzt hat, ja, ja. Ja, absolut. War cool.
Hat Spaß gemacht. Ja, ist ja gut. Ach, jetzt. Wie geht's euch, Leute? Heute, ihr habt, ist ja lang, so ein langes Wochenende. Was macht ihr so? Wie geht's? Wie steht's? Habt ihr es genossen? Sonntagabend. Nicht am nächsten Tag aufstehen müssen. Ist super, ne? Hat jedes Mal wieder was. Oder freitags nicht arbeiten gehen müssen. Wobei freitags nicht arbeiten gehen nicht so geil ist wie montags nicht aufstehen. Dark Souls 2 Power, nice. Dark Souls Gift als Kätzchen, Sekiro Gift als Tiger. Ja, nachdem ich hier vergiftet war, war es vorbei. In Dark Souls, wenn ich da vergiftet bin, kämpfe ich gnadenlos weiter. Aber hier brauche ich nicht überlegen. Wenn das Gift mich erwischt, dann kriege ich so viel Schaden. Ach so, warte mal. Warte mal, warte mal. Das wollte ich vorhin noch machen. Ist es das? Ja, aber ich habe nur zwei davon. Voll unnötig. Was macht das hier nochmal? Den Vitalitätsschaden. Moment, Vitalität ist einfach meine Ausdauer quasi, der gelbe Balken, ne? Vitalität ist Leben, okay. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung, da haben wir es. Okay. Andi, grüß dich, hi. Lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Okay, nice. Ja, das sind diese Ballons, die geben Bonus-Loot. Oh, Feinde ablenken, das könnte auch nützlich sein. Warte mal. Das könnte nützlich sein. Und das. Kinder sind noch nicht im Bett. Ja, du, Harry, Xari, alles gut. Du, schön, dass du das mitteilst, aber musst du nicht. Kannst auch einfach gehen. So, Moment. Nicht gleich so anfangen. Mir einfach mal das ganze Leben snacken. Also, zuerst mal, nimm das. Dann nehme ich das. Nein, jetzt habe ich zwei geschluckt. Oh, es ist so ein Abfuck, dieses Zeug zu benutzen. Sebal, grüß dich. Habe ich schon Hallo gesagt? Warst du schon da? Weiß ich nicht. So, dann will ich das. Und dann, warte kurz. Oh Gott, dieses Durchswitchen. Habe ich keine Heilung mehr? Nee, okay.
Na gut, dann ist egal. Dann können wir beide jetzt. Wow, ich dachte, er spuckt mich an und ich bin tot. Ach ja. Zünd ihn an! Danke. Nee, nicht ausweichen. Parieren, Mann. Mach ihn kaputt. Ich versuche ihn schon seit... keine Ahnung, wie lange ich am Samstag dran war. Ja, dieses Menü und dann die falsche Taste für... Was mache ich eigentlich auf X? Kann ich das nicht umlegen? Moment. Nix frei. Objekt benutzen. X. So. Jetzt muss ich nicht überlegen, welche Taste ich drücken muss, damit ich den... Er trifft mich halt. Damit ich den Scheiß benutze. Hätte das nicht ein goldener Flakon bleiben können, dass ich das besser erkennen kann? Jetzt muss es eine blaue Flasche sein. Das verwirrt mich. Ach so. Nein! Jetzt ist das... Oh! Ach komm! Links hinter mir sind Gegner. Ich will links, danke. Wow. Nee. So, wie lange ist jetzt dieser Effekt aktiv? Wo sehe ich, ob ich den Buff noch hab? Gar nicht. Sehe ich nicht. Doch, da unten. Okay. Ja, die Steuerung ist echt, also, ja, es ist halt, es ist anders als in allem, was ich das letzte halbe Jahr für... viele Stunden gespielt habe. Und gerade das Spiel sieht halt doch ähnlich aus, es ist aber was ganz anderes. Und dadurch bin ich teilweise verwirrt, was ich drücken muss. Links hinter mir sind Gegner. Ich will... Danke, Mann! Wie oft muss ich denn nach links hinter mir drücken, dass er die Kamera in die Richtung dreht? Das gibt's doch nicht. Spiel, sag mal...
Hinter mir, danke. Wow. Wobby, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Der Enno geht in den Lurk. Eigentlich dachte ich, hätte einen Lurk-Befehl. Okay, muss ich dann nochmal reinpacken. Die Steuerung ist sehr präzise. Ja, ja, alles gut. Es sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die mich halt sehr ärgern dann in solchen Momenten, wenn ich nach links hinten schauen will, weil da ein Gegner ist oder den anvisieren will, der links hinter mir ist und ich drücke links hinter mich oder nach links, weil da halt noch Gegner außerhalb meines Sichtbereichs sind, von denen ich weiß und ich dann 10-mal nach links drücken muss, bevor er den anvisiert. Das, also, ach, hier, das, ich will erst den Bogen schützen und dann will ich den links hinter mir, danke! Ich glaube, ihr hört, wie, wenn ich das hier mache, wie oft ich nach links drück und bis er mal von den Gegnern vor mir und dann switcht er erst alle vor mir durch und dann ist er beim letzten angekommen und dann muss ich noch 3-4 Mal muss ich dann noch nach links drücken, bevor er überhaupt auf den links hinter mir wechselt, der viel näher dran ist und die viel größere Gefahr ist für mich. Aber hey, ist ja nicht in deinem Sichtbereich, warum solltest du den anvisieren wollen? Aber das war schon, das ist seit Dark Souls 1 in From Software Spielen, das war in jedem Spiel scheiße, das Anvisieren. Außerdem, in Elden Ring war es okay, glaube ich. Da war es jedenfalls nicht so oft. Jetzt hat er automatisch den anvisiert. Lol. Ah, da ist ja noch einer. Hallo? Du hast ein Holzschild, das mit Öl beträufelt ist und das fängt nicht das Brennen an. Ja, wow. Okay, okay. Alles klar.
Mikiri Konter ist auch nicht so geil tatsächlich. Gerade bei ihm jetzt habe ich auf B gedrückt, nachdem das rote Ding erschienen ist. Der Konter ging los, das heißt, ich bin rechts um ihn herumgelaufen und war in meinem Konter. Die Bewegung hat schon angefangen und trotzdem. Lies dir mal Mikiri durch. Stoßangriffe. Ach, okay. Nur die Stoßangriffe. Kontert. Okay. Aber wenn ich doch... Okay. Ich brauche diese Information jetzt. Wenn der einen roten Angriff macht, also Mikiri Konter hin oder her, es ist egal, ob ich den Mikiri Konter nutzen will oder dem roten Angriff einfach nur entkommen will. In beiden Fällen drücke ich B, die Ausweichentaste. In beiden Fällen, egal was ich machen will, Mikiri Konter oder einfach nur ausweichen, weil es ein roter Angriff ist, den ich nicht parieren kann, dann drücke ich B. Ich habe gerade eben B gedrückt. Drücke ich die falsche Taste, muss ich nicht die Ausweichentaste drücken, wenn ein roter Angriff erscheint? Du kannst auch springen. Das Spiel hat mir doch am Anfang gesagt, drück B, drück Ausweichen, wenn ein roter Angriff erscheint. Bin ich dumm? Bei Grabs. Ich kann mich nicht erinnern, ob das Spiel mir gesagt hat, dass das nur bei Grabs passiert. Sweeps springst du. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema, das ich auch am Samstag angesprochen habe. Wenn ein Gegner eine Attacke macht, die ich nicht parieren kann, dann muss ich auf meinen Charakter gucken, weil mein Charakter rot leuchtet, aber um zu erkennen, was der Gegner tut, muss ich den Gegner angucken. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also, ach, das macht mich schon wieder kaputt. Es macht doch vorne und hinten keinen Sinn. Ey, ich komme jetzt, ich werde nochmal runterfahren und es dann nochmal probieren und mir das nochmal, vielleicht nochmal genauer angucken. Aber YouTube, das ist jetzt schon die sechste Stunde in diesem Spiel. Und in jeder Folge muss ich mich über irgendwas aufregen. Ich habe aktuell keine Ahnung, wie lange ich dieses Spiel noch spielen werde. Ich werde es noch ein bisschen probieren. Mal gucken. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich bin ein bisschen so langsam langt's. Haut rein und bis zum nächsten Mal.